Hallo YouTube-Pfeifenfreunde, Bombardonius Pfeifentagebuch hier. Ich möchte mich mit einem kurzen Video melden. Und zwar habe ich heute Morgen ein Paket von Dynamail, dem Dirk, bekommen. Und wie ihr vielleicht teilweise wisst, habe ich bei seinem Preisausschreiben zum 100. Abonnenten gewonnen. Und da gab es in erster Linie mal eine sehr, sehr schöne Bits Chocard zu gewinnen. Und ja, die ist heute Morgen zusammen mit einigen anderen Beigaben bei mir angekommen. Ich möchte euch doch zuerst mal die Pfeife zeigen. Ich habe sie heute Morgen schon eingeraucht mit einem Criswell Irish Mixture. Und ja, also hat sich sehr gut geraucht, sehr angenehm, obwohl der Kopfrand relativ dünn ist. Hat sie eigentlich ganz gute Raucheigenschaften und das ist hier nicht übermäßig heiß geworden, also auch nicht zwischendrin. Also ließ sich eigentlich gut durchrauchen damit. Es handelt sich um eine Canadian und ich nehme an, dass es von Butchokan ein älteres Modell ist. Der Dirk hat ja diese Pfeife auch schon aufgearbeitet. Schauen wir sie uns mal näher an nochmal. Es ist tatsächlich so, dass sie auf der Unterseite sehr, sehr schöne, sehr, sehr schönes Vogelaugenmuster zeigt. Und wir finden dann hier einen Stempel Fabriqué par Butchoucan und die Shape Nummer 650. Und dann haben wir hier das Mundstück. Da sagte der Dirk ja schon, hat er das Problem, in diese Ecken reinzukommen. Das hat sich aber ja schon behoben. Er benutzt ja jetzt da so eine Papierfeile, glaube ich, dafür. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite setzt sich das Vogelaugenmuster fort. Und was mir eben nicht ganz klar ist bei dieser Pfeife, wie hängt das zusammen? Butte Chuchan, Dr. Boston und dann, ja, wahrscheinlich. Das spezielle Shape nennt sich irgendwie Cocktail oder so. Also ich habe keine Ahnung, wie Bitschukar mit Dr. Boston zusammenhängt. Ich glaube ja, dass Dr. Boston eine, sozusagen eine eigene Pfeifenfirma war, wenn nicht so, also wenn nicht sozusagen eine Zweitmarke von Bitschukar. Ja, da ist noch der Tabak drin. Ich habe ja noch einen kleinen Rest drin, den verrauche ich gleich noch. Und rundherum ein schönes Grain. Mixed Rain. Ohne Filter die Pfeife. Ja. Also, es ist tatsächlich so, dass ich Butchukan sehr schätze und mich sehr über die Pfeife gefreut habe. Was hinzukommt, ist, dass ich auch jetzt mit dieser hier festgestellt habe, ich habe schon eine, so eine Canadian, das ist eine Brebbia. Und ich muss sagen, dass mir dieses Shape an sich schon sehr gut gefällt. Also, das hat absolut was. Und bin froh, dass ich auf die Weise zu der Pfeife gekommen bin. Vielen Dank, Dirk. Ich zeige euch jetzt kurz noch, ja, die war hier in so einer Stanwell-Schachtel drin, die Pfeife. In der Stanwell-Schachtel war eine Peter Jeppesen und in dem Peter Jeppesen-Täschchen war dann die Butchukar Dr. Boston. Also vier Pfeifen in einem. Dann hat mir der Dirk zwei Tabake noch mitgeschickt. Und zwar, hier haben wir den Fribourg and Dreyer Waterloo No. 2 Mixture. Wird meines Wissens bei Planta hergestellt. Und kriegt aber von den Reviews her ganz gute Bewertungen. Der Tabak ist, wie hinten drauf steht, mild English, blend of Virginia and Latakia. Und die Reviews sagen im Prinzip, dass das eine sehr, sehr milde englische Mischung sein soll. Also, ich bin gespannt. Dirk, an dich vielleicht die Frage. Ich habe das Gefühl, weil hier nirgendwo eine Steuerbanderole da ist, ob du eventuell diesen Tabak schon, also ob der schon ein bisschen älter ist, ob du ihn gelagert hast oder gebacken hast oder ähnliches, das wollte ich dir noch fragen, oder ob das ein Tabak absolut neuen Kaufdatums ist. Denn den anderen Tabak, den du mir geschickt hast, das war die Jubiläumsedition von Vauen
Und da findet sich auf der Rückseite 2008. Also offensichtlich wurde der von dir schon länger gelagert. Der ist noch nicht geöffnet, aber doch immerhin schon 4 Jahre am Lager. Und das finde ich natürlich toll. Dieser Tabak, ich kann es, ich, ist ein Blend aus besten Provenienzen der Welt, Virginia, Kentucky und Louisiana, harmonisch abgestimmt mit Black Cavendish, hochwertige Curly Cuts und Flake-Stückchen. Das hört sich wirklich spannend an. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich nehme an, er ist leicht aromatisiert. Und naja, jetzt war er schon 4 Jahre in der Dose. Mal schauen, ob wir ihn demnächst sofort entlassen oder ob wir vielleicht noch ein fünftes Jahr draus machen. Ich kann das schlecht beurteilen, ob es sich bei dem Tabak lohnt. Wenn es ein Aromat wäre, was ich jetzt gar nicht glaube, dann wäre wahrscheinlich die Zeit schon längst gekommen, dass man ihn jetzt mal rauchen kann. Also ich denke, ich werde ihn in Kürze einfach mal probieren, weil ich sehr gespannt bin auf diese Curlys, die da drin sind. Der Tabak stammt übrigens von Kohlhaase und Kopp, trägt noch diese andere Kohlhaase-Kopfsteuernummer 92130. Und dann waren noch ein paar schöne Kleinigkeiten dabei, über die ich mich sehr gefreut habe, nämlich hier so ein Tabaktonstein, Tabakbefeuchtungsstein. In der Größe hatte ich das nicht. Ich habe immer nur diese kleinen Humidolen gehabt, aber der Dirk hat wahrscheinlich schon recht gesehen, dass ich jetzt ein bisschen mehr zu befeuchten habe und hat mir da netterweise so ein kleines Helferchen dazu geschickt. Also so groß ist der dann im Vergleich zum Humidrole, habe ich jetzt gar keine da, aber die Humidrole ist noch nicht mal so groß wie der Innenraum hier. Den soll man eine Nacht über im Wasser lagern und dann soll man ihn möglichst mittig im Tabak platzieren, dass er dann ausdünstet. Weil ich das auch hier auf dieser Schachtel lese, kurz nur der Hinweis. Ich bin ja der Meinung, dass man eigentlich niemals mit einfachem Wasser, Leitungswasser, dieses Zeug aufsaugen lassen sollte, weil ich der Meinung bin, dass ihr da sehr schnell Schimmel kriegt. Ihr solltet bei den Humidrolen und bei diesen Steinen immer nur mit diesem destillierten Wasser arbeiten. Ich hatte das leider schon mal mit Zigarren erlebt und ich habe es leider auch jetzt kürzlich mal mit einem meiner ersten Tabake, den zwei Petersens, die ich hatte, auch erlebt. Humidrole reingelegt und mit normalem Leitungswasser. Das war dann relativ schnell, hatte sich da Schimmel gebildet. Dann hat er mir, der liebe Dirk, eine interessante Sache beigelegt. Das gab's, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, von Faun. Das ist zum Reinigen von Holm und Mundstück. Hier ist so ein blauer Stab, so ein Stäbchen drin. Dieses blaue Stäbchen stopft man hier. Das sieht so aus wie 9 mm Filter rein. Ist, glaube ich, so ein Zellstoffgewebe, was sehr saugfähig ist. Und dann kann man da sehr schön rumrühren im Zapfen und im Holm und dient halt der Pfeifenreinigung. Ich habe keine Ahnung, was das kostet. Man sieht das auch relativ selten bei den Tabakgeschäften. Online kann man sich das wahrscheinlich bestellen. Ist ein gewisser Luxusartikel, aber ist eigentlich von Frauen eine schöne Sache, die man natürlich gut brauchen kann. Dann habe ich noch ein Pfeifenfeuerzeug bekommen. Und zwar, glaube ich, aus dem Geschäft, wo der Dirk kürzlich mal uns ein Video gezeigt hat und wo man die Tabakproben probieren konnte. Sowas ist auch immer sehr nützlich. Und ein kleiner Tscheche war dabei. Ich habe auch meine kleinen Tschechen kürzlich erstmal überall liegen lassen und bin insofern recht dankbar dafür, weil jetzt stand ich nur noch mit einem Tschechen auf einem Bein und es ist nicht schlecht, wenn man auf dem zweiten Bein auch noch stehen kann. Und hier kam noch Petersen Pfeifenreiniger hinzu. Und jetzt zu guter Letzt für den Mann von Welt, auch von Faun, ein 9 mm Pfeifenfilter-Etui. Ich habe das jetzt mal befüllt. Am Anfang war ich ein bisschen ratlos, was das sein mag. Aber ich kann es mir fast mal so erklären, dass man das mit 9 mm Filtern bestückt. Da passen 5 hinein. Und dann kann man das sozusagen auf vornehme Weise in der Tasche transportieren. So, das waren die Gaben vom Dirk. Wollte ich euch kurz gezeigt haben und bei der Gelegenheit dem Dirk Dankeschön sagen. Und was ich so gehört habe, wird das nicht das letzte Preisausschreiben von Dirk gewesen sein. Er überlegt, glaube ich, bloß noch, ob es zum 200. oder zum 250. Abonnenten sein soll. Also abonniert den Dirk.
und freut euch auf das nächste Preisausscheiden. Dirks Pfeifenstübchen, deiner Mail. Also, ich packe das dann nochmal darunter, aber ich denke, die meisten von euch kennen ihn sowieso schon. See you later. Servus.